meine sehr verehrten Damen und Herren, Schluss mit lustig. Und wir kommen zu Kampf Nummer 5 am heutigen Abend. Und wir gehen Facebook live. GBA über 4 Runden im Cruisergewicht. Wir rufen in die blaue Ecke. Please welcome to the blue corner. Aus der Slowakei, Josef Kuzmiec. Meine Damen und Herren, wir rufen seinen Gegner. Er ist 22 Jahre alt und er kommt zu uns in die rote Ecke. Please welcome to the red corner. Doka! Dieser Kampf der GBA geht über 4 Runden im Cruisergewicht, bringt sich da dieser Begegnung Ibrahim Barakat. Meine Damen und Herren, wir gehen von Berlin live auf Facebook und sagen, Ring frei zur ersten Runde, Round 1. Ja, 4 Runden soll der ganze Spaß dauern. Slowake und ich behaupte einfach mal ein Berliner. Ja, gute Dokar Mantajew. Wird von Stefan Kühne betreut. Und Josef Kuzmiec und Laszlo Pasterku aus der Slowakei. Mantajew geht gleich hier richtig zur Sache. Er will die Dinge klären, schnell klären. Bin mir sicher, ob es so vernünftig ist. Er hat bisher erst einen Kampf absolviert. Den hat er auch gewonnen durch K.O. Und er will das offensichtlich zur Gewohnheit machen. Frage, ob das so leicht geht. Er hat hier mit Josef Kuzmiec einen relativ erfahrenen Mann vor sich, der 20 Kämpfe absolviert hat. 4 davon hat er auch gewonnen. Ein Unentschieden, 15 Niederlagen, das ist kein Makel. Aber eine Frage, was man will. Und wenn er ja, als Journeyman hier Geld verdienen will und kann, dann ist das gut. Aber das heißt, er muss natürlich möglichst ungestört über den Runden kommen. Und das sieht nicht danach aus, dass das klappt. Gut getroffen, aus, vorbei. Erste Runde, zweiter Sieg. Schnelle Geschichte. Ich möchte Ihnen zumindest beide Kämpfer noch mal vorstellen. Die blaue Ecke Josef Kuzmiec aus der Slowakei und in der roten Ecke mit Alter von 22 Jahren sein Trainer Ahmed Mohamed und Stefan Kühne, Dokar Mantajew.
Ja, da brauchen wir keine Punktewertung. Hat offensichtlich ein paar Freunde mitgebracht, wie man hört. Beide Kämpfer zur Mitte. Gute Geste da, dass Docker rübergeht und sich bedankt. Und so soll es auch sein. Fairness ist ein ganz wichtiges Element im Sport. Wird nicht mal angehalten zugeben, aber hier haben wir es mal schön demonstriert gesehen. Docker Mantaev hat dem noch ein bisschen. Wir bedanken uns bei beiden Kämpfen und hier das Urteil. K.O. in der ersten Runde nach 1 Minute 44, die rote Ecke, Docker Mantaev. Gutes Ding gemacht. Falls Sie es nicht mitbekommen haben, waren wir hier im Cruiserweg, die gewinnt das. Ca. 4,5 Minuten geht es weiter, dann gehen wir wieder live auf Facebook. Danke für Ihr Verständnis und vor allen Dingen Dankeschön, dass Sie heute Abend dabei sind. Ramona Kühne natürlich auch dabei, die Weltmeisterin.